Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Vielleicht seid ihr da auf meiner Webseite, auf meiner Hochzeitsfotografie-Webseite oder ihr seht das Video sonst irgendwo. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr da seid. Und heute gibt es Bilder zur Hochzeit von Bernadette und André. Die Hochzeit fand im Februar statt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Im Februar, was bedeutet logischerweise kaltes Wetter. Winter kann natürlich immer wieder regnerisch sein, kann sehr frisch sein, kann sehr windig sein. Und guess what? Wir hatten alles an dem Tag. Aber hey, nichtsdestotrotz, es war sehr, sehr schön. Ich hatte mich riesig gefreut. Ich finde Winterhochzeiten was Wunderbares. Meiner Meinung nach dürfte es das viel, viel mehr geben. Aber andererseits finde ich, also verstehe ich es auch, wenn natürlich nicht jedes Brautpaar bei Minusgraden oder irgendwie bei 0 oder 1, 2 Grad heiraten möchte. Es ist natürlich schon etwas angenehmer, wenn die Temperaturen nicht ganz so tief sind. Andererseits hat es aber auch Vorteile. Wenn zum Beispiel die Temperaturen nicht bei 30, 35 Grad sind, dann lässt es sich im Anzug deutlich besser aushalten, wie wenn es sehr, sehr warm ist. Für die Braut kann es je nach Hochzeitskleid dann schon noch sehr, sehr spannend sein, für das Fotoshooting vor allem, wenn dann die Arme frei sind. Da kann es dann schon sein, dass es dann etwas kühl wird. Aber mehr dazu erkläre ich euch dann später, wenn wir dann bei den Bildern sind. Also, gehen wir mal zu den Fotos. Das Fotoshooting haben wir dieses Mal vor der eigentlichen Trauung gemacht. Das hat zeitlich einfach besser hineingepasst. Und andererseits ist es im Winter halt schon so, dass es schon ab 16, 17 Uhr schon sehr, sehr dunkel ist. Je nach Monat. Aktuell haben wir, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Dezember. Da wird es ja teilweise schon um 16.30 Uhr stockdunkel. Da muss man halt auch schon mit dem Licht schauen. Deswegen haben wir uns hier entschieden, das Shooting vor dem ganzen Anlass zu machen. Ja, angefangen haben wir, genau, das Shooting, vielleicht auch noch zum Sagen, das Shooting fand etwas oberhalb von Stalden statt. Das war an einer ziemlich unauffälligen Stelle, welches das Brautpaar selber irgendwo gefunden hat. In einer Kurve sind wir da rausgefahren, da hat es eine schöne Steinbrücke. So konnten wir das eigentlich wunderbar nutzen als Location. Und ja, angefangen haben wir dann schließlich mit einem First Look. Der First Look ist traditionell, also üblicherweise so, dass sich das Brautpaar vorher nicht sieht. Und der Moment, wo sich das Brautpaar dann sieht, das erste Mal sieht, den kann man dann fotografisch festhalten. Ich mache das in der Regel so, dass ich den Bräutigam so hinstehen lasse, dass er die Braut bei der Ankunft nicht sieht. Wenn die Braut dann ready ist, dann kann sie ihm das Go geben und sagen, dass er sich umdrehen darf, und diesen Moment halte ich dann gerne fest. Hier sieht man das auch. Ja, der erste Moment, wo sich die beiden sehen oder wo der Bräutigam die Braut sieht, ist natürlich schon noch cool. Die Freude war groß, sie sehen beide ja auch wunderbar aus. Auch hier ein wunderbares Paar, beide sehr naturverbunden, das mag ich eigentlich immer, immer sehr, sehr gerne. Deswegen hatte ich da auch vorgängig nicht Angst, dass das kalte Wetter ein Problem werden könnte. Ja, und dann haben wir das Fotoshooting gemacht. Die Braut hatte da glücklicherweise so ein warmes Plüschjäckchen oder wie man den sagen kann, so dass das temperaturtechnisch eigentlich noch ging. Und das Tolle ist, bei den Temperaturen macht Kuscheln umso mehr Spaß, weil man sich da gegenseitig wärmen kann. Ja, und so haben wir dann auf dieser ersten Location verschiedene Bilder von den beiden gemacht. Sowohl stehend, sitzend. Man muss natürlich schauen, wenn es so kalt ist, kann man nicht ewig irgendwo sitzen. Ich habe da auch ab und zu Polster dabei, Sitzkissen, die man dann nutzen kann. Das hilft auch schon extrem. Ich lasse die Bilder auch einfach ein bisschen wirken. Ich habe da auch von verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Brennweiten gearbeitet und ich habe auch immer wieder natürlich versucht, Emotionen hervorzuholen. Und dann kam mir eine Idee,
Und zwar diese hier. Für mich sah die Braut so aus wie Schneewittchen, Rotkäppchen, also wie so eine Märchenfigur halt. Und ich fand das irgendwie so toll. Ich wollte da noch etwas mehr Farbe reinbringen in das Ganze. Und dann haben wir das ein bisschen mit Aufblitzen probiert. Also dieses rote Licht, was du da im Hintergrund siehst, das ist mit einem zusätzlichen Blitz gemacht worden, mit einer roten Farbfolie. So konnten wir den Hintergrund rot anblitzen und die Braut vorne wurde mit einem Schirm ausgeleuchtet, also mit einem Blitz und einem Schirm ausgeleuchtet, so dass wir da einen ziemlich coolen Effekt gekriegt haben. Und für mich sieht sie wirklich aus wie so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, ob das irgendwie Aschenbrödel ist, heißt die Aschenbrödel, glaube ich, ja. Oder ob das irgendwie Rapunzel ist oder keine Ahnung, aber es ist einfach so eine Winterschneeprinzessin. Also ich fand das wunderbar. Und dann gingen wir weiter auf eine nächste Location. Die nächste Location war etwas weiter oben im Berg. Eine Location, die ich schon ein paar Mal nutzen durfte. Und mir gefällt dieser Ort einfach, weil man über die ganzen Bergketten hier sieht. Und so ließ ich sie dann auch noch etwas kuscheln. Man sieht es auch da, wenn man sich die Haare anschaut von der Braut, dann sieht man da schon, dass es sehr, sehr stark gewindet hat. Die Temperatur war schon bissig. Selbst für mich mit der Jacke und allem, ich dachte schon, boah, die arme Braut, aber hey, Hut ab, sie hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Fotos ohne das Jäckchen gemacht, aber das lief dann eigentlich immer so, dass ich die Braut so positioniert habe, wie ich sie haben möchte, aber alles mit dem dicken Wintermantel, damit sie auch natürlich entsprechend warm hat. Und dann, wenn alles richtig war, dann haben wir kurz die Jacke abgenommen und wenn du jetzt dieses Bild anschaust, auf der rechten Seite, siehst du eigentlich sofort, also würdest du sofort eigentlich jemanden mit der Jacke sehen? Kaum war ich fertig mit Fotografieren, haben wir die Jacke wieder angezogen. Und da sieht man halt den Wind wirklich gut. Also es hat wirklich, wirklich stark gewindet. Aber die Bilder sind natürlich dadurch so cool geworden. Ich liebe Wind für Bilder. Also das ist für mich etwas vom Schönsten, was man haben kann. Ja, und dann haben wir auch von verschiedenen Seiten fotografiert und den Bräutigam auch. Auch ein paar Details, die man da fotografisch festhalten konnte. Für den Bräutigam war es doch noch etwas angenehmer. Er hat ja lange Ärmel, sowohl im Hemd als auch im Jackett. Also von daher geht das schon deutlich einfacher. Ja, und dann war da der Einzug der Braut, traditionell mit dem Vater, was ich immer wieder sehr schön finde. Man sieht da die Menschen, das war schon frisch in der Kirche. Und das Ganze fand in der Rampftkapelle, Flüeli-Kapelle heißt die ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich finde die sehr schön, die ist relativ klein, bietet etwa Platz für 40 bis 50 Personen. Ja, ist so ein bisschen auf einem erhobenen Platz. Man sieht sehr schön auf Sarnen runter zum Beispiel. Und auch die Decke, wenn man sich die anschaut, ich finde die wunderbar. Da der Blick von der Empore. Nein, ist nicht die Empore, das ist eigentlich von der Orgel. Die Trauung, eben wie man sie auch schon sieht, war eine kirchliche Trauung. Der Pfarrer hat hier auch ein paar Anekdoten mitgebracht und ein paar bildliche Erklärungen. Und dann ging es natürlich ans Trauversprechen. Beide haben ja gesagt. Er hat da auch mit verschiedenen also bildlichen Sprachen gesprochen, eben da mit dem Rucksack, mit dem Seil, mit der Weinflasche und so weiter. Und dann ging es dann eigentlich so in Richtung Apero. Was ich ja dann häufig mache, ist, ich gehe als Erster raus. Je nachdem, ob es jetzt ein Auszug
gibt mit Spalier stehen und so, fotografiere ich das auch. Hier gab es das nicht. Also ging ich runter, um schon mal das Apéro-Buffet zu fotografieren, damit man sieht, bevor es dann gegessen wurde. Ja, und dann gab es noch ein Gruppenfoto. Also ich habe jetzt hier auch vom Essen nicht sehr, sehr viele Bilder hineingestellt, auch nicht von den Gratulationen, weil vieles sich drinnen abgespielt hat aufgrund der Kälte und es ist jetzt nicht so spektakulär zum Zeigen. Fürs Brautpaar ist natürlich noch was anderes, die haben das erlebt, die waren dort. Für die war es natürlich sehr, sehr wertvoll. Und dann war noch ein witziger Punkt zu diesem Bild, also dann kam das Brautstraußwerfen. Die Braut selber wusste jetzt auch nicht, was genau passieren sollte, weil da so ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht wurde. Und dann hieß es einfach, greif da rein und schmeiß es raus. Und dann kam da dieser Strauß, also dieser Vogelstrauß, oder wie man dem sagt, zum Fliegen. Und man sieht es auch an den Reaktionen der Mädels hier, die wussten nicht so recht, was da genau abgeht. Aber ich glaube, der richtige Strauß wurde dann schon auch noch geworfen. Ja, und dann ging es da Richtung Hotel. Und da, das Bild, das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe das auch schon mal gemacht bei der Hochzeit eines Freundes. Das ist die Turmsuite. Und ich habe da einfach einen Blitz hochgestellt und ich, keine Ahnung mehr, was da der Abstand ist, vielleicht 20 Meter oder 30. Und ich war erstaunt, dass der Blitzauslöser so weit kommt. Also ich habe da mit Funk ausgelöst und ich finde das Bild ist schon, also ich finde das schon geil. Ich habe an dem ziemlich Freude. Da sieht man es nochmals. Es ist, ja, also ich finde, es ist schon noch cool. Weißt du, so, man hat da die Lichter des Hotels, ein bisschen eine düstere Stimmung und dann das rote Licht, das das Ganze noch aufhält. Das Brautpaar erkennt man hier ganz, ganz fein noch, aber ich glaube, das muss auch nicht zwingend mehr sein, in meinen Augen. Da habe ich noch die Lichterketten genommen, um diese ein bisschen so vor die Linse zu legen. Also wenn du das so die Linse da hast, dann waren so die Lichterketten leicht drüber. Gibt noch einen interessanten Vordergrund und dann noch das Ganze in Schwarz-Weiß. Also ich finde diese Bilder finde ich schon noch ziemlich cool. Ja, und dann ging es in den Saal. Dieses kleine Mädel war super süß da. Die war super cool. Dann wurden dann die Gäste begrüßt, durften auch Platz nehmen und es gab dann auch während des Abends einige Programmpunkte. Natürlich gab es auch Essen. Das Ganze war übrigens in Pax Montana, ein sehr schönes Hotel, also ein Jugendstil-Hotel, wo ich mehrmals schon fotografieren durfte. Also ich freue mich da immer wieder drauf, wenn ich eine Hochzeit da begleiten darf. Nicht nur, weil es so nah von zu Hause ist, sondern weil es wirklich, wirklich angenehm ist dort. Ja, und abends versuche ich dann halt immer wieder die Stimmung zu fotografieren. Von den Spielen und da gab es zum Beispiel ein Spiel, wo der Bräutigam dann schlussendlich ein Handy gewonnen hat. Handy ist auch ein Spülmittel in der Schweiz, das man kaufen kann. Ja, er hat sich vielleicht auf ein Telefon gefreut, aber hey, es gab dann einfach ein Spülmittel, ist aber auch nützlich. Das war dann der Hauptgang, schön angerichtet. Auch sehr lecker. Ja, und dann kam da, ich weiß nicht, ob das die Mutter der Braut war, die da so verschiedene Dinge aus der Kindheit mitgebracht hat und die Braut war da sichtlich, sichtlich erfreut. Oder die das, ich weiß nicht mehr, ob es die Mutter oder sonst die Tante des Bräutigams der Braut, aber irgendjemand aus der Familie war es. Da gab es Geschenke und in den Geschenken waren eben diese persönlichen Dinge drin. Man sieht hier auch zum Beispiel im Ecken die Turnschuhe. Und dann kam das Dessert-Buffet, auch sehr, sehr lecker. Mit verschiedenen Variationen, mit Früchten, da gab es auch einen Naked Cake, also ohne Fondant. Es gibt viele Leute, die mögen dieses Fondant nicht. Und da gibt es jetzt neuerdings eben diese Naked Cakes, die man eigentlich ohne Fondant bestellen kann, was ich eigentlich auch noch cool finde. Eis und natürlich das Anschneiden der Torte, das ist auch immer, immer wichtig.
Und ich finde das Anschneiden der Torte finde ich eigentlich auch sehr cool, vor allem weil das so ein bisschen halt das Buffet, das Dessert, also Nachtischbuffet, das Dessertbuffet offiziell eröffnet. Sonst trauen sich die Leute fast nicht aufzustehen, etwas zu holen. Und so können sie guten Gewissens hingehen und die wissen dann, okay, das Brautpaar hatte seinen ersten Teil schon, also können wir auch guten Gewissens aufstehen und das Ganze holen. Auch hier habe ich mit Blitzen gearbeitet. Dieser schöne Schweif da hinten, den man sieht, ist ein Blitz von mir. Hier sieht man ihn, denke ich, an der gleichen Stelle, aber er wirkt halt deutlich anders. Und einer war noch von vorne, ein Blitz. Und dann für den Hochzeitstanz, da habe ich auch noch einen Blitz verwendet, aber dieses Mal mit blauer Folie. Gibt dem Ganzen einfach ein bisschen Dynamik und wenn ich so hin und her schaue, siehst du auch wirklich in Schwarz-Weiß ziemlich cool. Ja, und dann war eigentlich im Saal schon langsam mal die Party fertig, respektive man musste dort den Saal verlassen und durfte sich dann in die Bar begeben. Und das wurde mit einer, sagt man, den Polonaise, glaube ich, gemacht. Und ja, dann ging es dann eigentlich in der Bar weiter. Und ich glaube, das ist dann das letzte Foto. Genau. Und hier habe ich mich dann auch langsam verabschiedet. Ich glaube, es war irgendwie 12 Uhr oder 1 Uhr morgens, als ich mich da verabschiedet habe. Wie lange das die noch gefeiert haben, das weiß ich nicht, aber alles in allem fand ich es eine sehr coole Hochzeit, vor allem halt, weil es halt auch im Winter ist und ich finde halt eine Hochzeit im Winter ist mal was anderes, ist auch mal spannend, darf ruhig öfters gemacht werden, also ich bin da völlig offen dafür, wenn es ein Brautpaar gibt, welches unbedingt im Winter heiraten möchte, hey, nur zu, ich bin da voll dabei. Könnt euch gerne bei mir melden und ja, wenn ihr Fragen habt, irgendwie zum Thema Hochzeit planen, Hochzeitsfotografie, Hochzeiten fotografieren, zu einem Hochzeitsfotografen, meldet euch unbedingt und gerne bei mir. Ich beantworte euch gerne alle Fragen. Meine Kontaktdaten findet ihr auf meiner Webseite und überall sonst. Also von daher, ja. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet. Ja, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Bilder anschauen und noch eine gute Zeit. Ciao.